Okay, was auch immer hier wächst, ist schon abgegrast worden. Jetzt sind wir in dem Ort wahrscheinlich, wo es neutral ist. Also wir werden nicht angegriffen, aber uns hilft auch keiner. Das klingt gut, ja. Das klingt wirklich gut. Ich freue mich auch auf den Cast heute. Das hat mit Desiree gestern wieder mega viel Spaß gemacht. Erkunde das Dorf, um mehr über seine Organisation zu erfahren. Okay. Interagieren. Du bist wohl der Händler. Pfui, an meinem Geschäft sind schon genügend merkwürdige Kreaturen vorbeigelaufen, aber du schlägst dem fast den Boden aus. Aber aus Erfahrung weiß ich, je merkwürdiger der Kunde aussieht, desto reicher ist er. Da ist er bei mir in der falschen Adresse. Als sie sagten, ein Mensch würde vorbeikommen, haben sie mich aber nicht auf eine so schwächliche Erscheinung vorbereitet. Für was spende ich den denn, wenn ich nur beleidigt werde? Schwächlich? Naja, schon. Ich glaube, die Albamar gibt es. Auf Albamar gibt es niemanden, der dir nicht die Arme brechen könnte. Das Beste, was ich für dich habe, sind ein paar Ideen, die du an deine Größe anpassen kannst. Trotzdem, ich werde nur dann mit dir tauschen, wenn wir befreundet sind. Ich kann meine Waren schließlich nicht in die Hände unserer Feinde geraten lassen. Der Dorfhändler tauscht Gegenstände, die Sammler und Händler angesammelt haben. Sie bieten auch besondere Gegenstände, wie beispielsweise Ideen, an. Sammler des Dorfes sind ständig damit beschäftigt, in der näheren Umgebung Material zu sammeln und es zum Händlertisch zu bringen. Material ist unerlässlich für die Rüstungsproduktion und die Dorferweiterung. Junge, wie krass ist denn das Game, bitte? Dorfländer sind ebenfalls auf deiner Karte eingetragen. Händler werden nur mit dir tauschen, wenn du mit ihrer Spezies befreundet bist. Okay. Gut zu wissen. Können wir mit dem hier sprechen? Der hat 3 Punkte über dem Kopf. Vielleicht ist es einfach nur der King mit 3 Punkten. Ah, okay. Ist das so ein Questboard oder was? Was für ein komplizierter Radmechanismus. Er scheint die Beziehung zwischen diesen Kreaturen darzustellen. Ah, okay. Ah, mit wem die neutral? Okay, gut. Anscheinend sind die Roten ihre Feinde, Grün steht wohl für Verbündete und die Weißen sind neutral. Das ist halt richtig politisch, ne? Das ist auf PC. Ich weiß nicht, ob es das für Konsole gibt, Pinball Wizard. Die Scheiben auf der Tafel drehen sich jedes Mal, wenn eine Beziehungsaktion von einer Spezies auf der Insel durchgeführt wird. Beziehungen zwischen Spezies sind dynamisch und ändern sich oft. Ah ja, da hat man es auch gerade gesehen. Ach du Scheiße, ey. Okay. Ich glaube, wir sollten mal hier da hochgehen. Das sieht so aus. Das sieht doch aus wie ein Thron, oder? Das ist doch safe ein Thron da oben. Ja, da können wir auch interagieren. Da hockt die Königin. Also, das ist doch... Spielen mir meine Augen einen Streich. Ein Mensch in Fleisch und Blut. Vergib mir die Äußerung meiner Fassungslosigkeit, aber seit Jahrzehnten hat auf dieser Insel niemand mehr einen Menschen zu Gesicht bekommen. Wie nennt man dich, Jüngling? Ich heiße Hugh und ich komme von Zu, den Wackelklippen. Okay, mein Stamm kann dort nicht länger leben, also bin ich auf der Suche nach einem Zufluchtsort. Ich habe deinem Dorf etwas gespendet, in der Hoffnung auf Hilfe. Waha, dass ich das noch erleben darf. Hugh, ich bewundere deine Tapferkeit, aber ein Ort zum Leben, ich fürchte, liegt nicht in meinem Interesse. Ich habe genügend hungrige Mäuler zu stopfen, wie alle anderen auf der Insel. Okay, trotzdem, deine Spende ist nicht unbemerkt geblieben und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Nicht jeder wird aber mein friedliches Interesse an den Menschen teilen. Und du wirkst für diese wohlbeschwerliche Aufgabe zu erschöpft und noch dazu unvorbereitet. Ich werde unseren Dorfhändler einen alten Schild holen lassen. In unserem Lager ist bestimmt noch einer, der für deine Hände geeignet ist. In der Zwischenzeit könntest du vielleicht unser Dorf erkunden. Für eine Kreatur wie dich sollte es dort reichlich zu lernen geben. Der Schild sollte fertig sein, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Ein Schild? Hoffentlich kann ich auch damit umgehen. Ja, jetzt bist du schon so weit gekommen. Ich werde auch darüber nachdenken, was du tun kannst, um dein Ziel zu erreichen. Es ist höchste Zeit, dass mal jemand oder etwas ein bisschen Leben in den Alltagstrott von Albamar bringt. Komm wieder zu mir, wenn du dein Schild erhalten hast. Okay. Dann gehen wir erstmal runter zum... Ey, was macht er hier? Guckt euch bitte mal an, wie bucklig er ist. Das ist eine Echse, die auf den Hinterbeinen läuft. Okay, das ist irgendwie... Das Game ist schon irgendwie geil gemacht, oder? Für die Switch gibt es das Game und PC. Ach krass, wie cool. Hey Curry. So, wir reden mal mit dem hier. Oder muss ich an den ran? Okay. Ich kann... Okay, warte mal. Ich muss erstmal rüber. Das hier ist eine Idee. Hergestellter weicher und gewobener Stoff zur Überspannung von Objekten wie Schutzausrüstungen. Hergestellt aus Morgenheu und Schottermoos. Golerdigak-Organismus. Ich habe gerade fast Orgasmus gesagt. Da sind noch mehr Ideen.
Jochfenchel, ein nahrhaftes Gemüse, das auf Bergrücken im Gebirge wächst. Ah ne, wartet. Da. Federärm, schmückende feine Ärmel, die gleichzeitig den Schutz des Trägers erhöhen. Entwickelt von den... Okay, ach krass. Davon habe ich jetzt ziemlich... Oh, wartet. Ich gebe dem ein bisschen mehr, damit er mich mag. Ich tausche nur mit Freunden. Ach Mann. Aber ich dachte, egal. Egal. Die muss wahrscheinlich erst mit dem quatschen. Noch kann ich mir das Schild nicht holen. So, ich muss noch mehr über das Dorf lernen. Da gehen wir mal nach oben. Nach oben ist immer gut. Oder wir hätten da unten noch was machen können. Aber da ist kein Punkt. Das hätte ich wahrscheinlich von hier oben gesehen. Okay, was ist das? Ah, da oben. Das ist ein Spendenkasten. Noch einer für die hier. Okay. Die wollen Trockenton. Nee, Stumpfels mögen die nicht. Dann sammeln wir mal noch, wenn wir eh schon unterwegs sind. Aber da bin ich dann aus dem Dorf raus. Also irgendwo muss ich noch hin. Du kannst wohl auf den komischen Pferdepfand reiten, habe ich auf einem Screen gesehen. Ja, wahrscheinlich, also... Wahrscheinlich kann ich alles, was ich hier sehe, auch irgendwie selbst machen. Und das ist ziemlich cool, aber wahrscheinlich ist es auch mega grindy, ne? Also es kann sein, dass das halt auch ein bisschen Zeit kostet. Ah, guck mal hier. Das ist aber ein großer Turm. That's what she said. Ich kann sie am Horizont sehen. Er scheint den Reichtum und die Bevölkerungsstärke dieses Dorfes anzuzeigen. Ob die Flammen auf der Spitze sowohl eine Art Größenindikator sind? Das Totem eines Dorfes repräsentiert die Spezies und die Stärke des Dorfes im jeweiligen Territorium. Sammler des Dorfes sind ständig damit beschäftigt, in der näheren Dorfumgebung Nahrung zu sammeln und sie zum Totem zu bringen. Nahrung ist unerlässlich für die Erhöhung der Bevölkerungszahl und ebenfalls zur Gesundheitswiederherstellung der Dorfbewohner bei Kämpfen. Ach krass, okay, aber damit haben wir alles abgeschlossen. Boah, wie soll ich mir das alles merken, ey? Moin Proxstar, grüß dich. Hey Flop. Da, so, der sieht recht robust aus, aber auch ein bisschen verschimmelt. Genug mit der Trödelei, ich sollte den Häuptling um weitere Hinweise bitten. Mit Schilden kannst du dich gegen Angriffe verteidigen. Nimm eine Blockhaltung ein, indem du LT drückst. Du kannst dein Schild nicht ewig vor dich halten im Laufe der Zeit. Auch bedingt durch Angriffe erschöpft sich deine Schildausdauer. Manche Angriffe können überhaupt nicht geblockt werden. Abgesehen von der Ausdauer haben unterschiedliche Schilde auch unterschiedliche Erschöpfungsraten und Regenerationsgeschwindigkeiten. Okay, das hört sich halt mal wieder mega... Okay, aber irgendwie rüstet der das Schild gar nicht aus. Ausrüstung. Sammler Handgelenksstrick. Gegenstand ausrüsten. Yes! Okay, ah, und da sieht man auch die Ausdauer an der Seite. Das ist schon sehr cool, ey. So, dann fragen wir die mal. Ich freue mich, dass du den Schild gefunden hast, junger Mensch. Du siehst aber trotzdem wie eine zerbrechliche Tingblume aus. Ich könnte dich noch vor dem Frühstück in zwei brechen. Ich habe mal ein bisschen herumgefragt und dabei ist mir klar geworden, dass es da jemanden gibt, der dich noch besser ausrüsten könnte als wir. Und wer ist das? Er heißt Groff. Er gehört zu den Manov und schon Ewigkeiten hat sie niemand mehr gesehen, aber anscheinend lebt er noch. Es geht das Gerücht um, dass er im Pollenpass zwischen den Küstenklippen und den Kargfeldern wohnt. Ihn zu finden könnte nicht einfach werden. Aber da er genügend Erfahrung mit Menschenausrüstung hat, sollte man es zumindest versuchen. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Vielen Dank. Na klar wirst du das. Schließlich hast du es ja schon so weit geschafft. Haha, viel Glück, Mensch. Warum hassen mich eigentlich alle? Also jetzt mal for real. Warum hassen alle Menschen? Aber eigentlich haben es die Menschen auch verdient, ne? Gehasst zu werden. So, dann laufen wir mal in die Richtung. Mein Kompass zeigt mir das ja an. Ich mach einfach mal... Ah, nee. Weil es hell ist, kann man das nicht anmachen. Was sagt die Karte? Ist gar nicht so weit weg. Ist das die Hütte, wo ich vorher schon war? Kampf-Action wird es auch geben.
Ja, ich hoffe doch, ey. Die werden mir ja nicht die werden mir nicht umsonst das Schild gegeben haben. Ich glaube, ich speichere mal. Wie kann man speichern? Optionen, da, speichern. Oh, warte. Egal, dann habe ich es zweimal gespeichert. So, das heißt, jetzt können wir hier rein. Erkunde die Pollenpasshöhlen. Wahrscheinlich hätte ich gar nicht speichern müssen, ne? Okay. Kann man das aufsammeln? So. Also, wenn ich die Fackel nehme, fährt das Ding zurück. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber ich komme hier nicht durch. Platziert es nochmal. Ah, das ist ein Rätsel, Freunde. Das ist ein Rätsel. Da ist jetzt nichts passiert. Vielleicht habe ich es schon kaputt gemacht. Wenn ich den nämlich hier reinmache, dann fährt das nach oben. Und wenn ich das raushole, fährt das Ding zur Seite, aber das Tor klappt zu. Ich glaube, ich werde mich erstmal hier unten umgucken. Moin, Safe Go. Die beiden tauschen. Habe ich das nicht probiert? Ne, ich habe das eine nur rausgeholt, ne? Aber ich glaube, das ist nicht das Rätsel Lösung. Oh! Ne, ich glaube, Nils hat recht, Leute. Ne, warte. Jetzt ist das Ding nach unten gegangen. Und wenn wir das hier wieder reinmachen, geht das Tor auf. Yes. Ah, genau, wir müssen das da, wir mussten das da platzieren, damit es nicht rüber geht, wieder rüber geht. Was war denn das gerade? Okay, keine Ahnung. So, PogChamp in den Chat für Nils. Oh, oh, Animation. Was ist denn das für ein grüner Stein? Er leuchtet grün. Oh. Holy fuck. Fuck! Junge, ist er riesig! Aber anscheinend... hallo? Ein Mensch in meiner Höhle? Oh, welch Glück! Es ist schon so lange her. Oh, Junge, seine Stimme, ne? Oh. Du bist wohl Groff, aber sicher. Du hast ja keine Ahnung, wie lange mich schon niemand mehr besucht hat. Und dann auch noch ein Mensch. Verlässt du denn nie die Höhle? Die Welt da draußen? Nö, die ist nichts mehr für mich. Alle sind mit ihren Problemen beschäftigt. Einen Gemeinschaftssinn gibt es überhaupt nicht mehr. Abgesehen von euch Menschen könnte ich nur die Gegenwart meiner Schwester ertragen. Aber sie ist schon lange nicht mehr gesehen worden. Es gibt noch mehr von euch? Oh, es gab ziemlich viele von uns, aber wir zogen uns zurück, als die Inselbewohner von Tag zu Tag machthungriger wurden. Wie auch immer, du hast doch hoffentlich einen Auftrag für mich. Man hat mir gesagt, ich sollte dich für Schutzausrüstung oder ein paar Werkzeuge aufsuchen. Auweia, sowas habe ich ja schon lange nicht mehr angefertigt. Ich habe meine letzten Menschenkreationen niemandem wie dir gegeben, aber das ist schon so lange her. Er war ein Freund. Ich glaube, er versteckte sich in einem verlassenen Wachturm in der Nähe. Ich stelle Ausrüstung her, Werkzeuge, aber auch Truhen zum Verstecken der eigenen Habe. Als Bezahlung brachte er mir diese glänzenden Kugeln. Ich liebe sie. Du solltest zu seinem Versteck gehen. Vielleicht kannst du da noch einige Menschensachen finden. Oh, bevor ich es vergesse, all meine Truhen hatten einen winzigen Schlüssel. Du wirst Schlüsselgraphit für ihre Herstellung brauchen. Ich werde es für dich aufschreiben. Okay, ich werde versuchen, es zu finden. Danke fürs Vorbeischauen, Mensch. Bitte komme ich doch ab und zu besuchen. Ist ein endliches Material, das zur Herstellung eines Albamar-Schlüssel Verwendung findet. Es kann oft an abgelegenen und schwer zu erreichenden Orten gefunden werden. Das haben wir ja schon gefunden, ne?
Tweez RP, vielen, vielen Dank. So, ich dachte, an die Fackel könnte ich ran. Also, ich komme wohl von da oben. Der hat sogar Bücher hier. Cool. Bisschen Tageslicht kommt auch rein. Also, dann gehen wir mal weiter. Ne, das ist sein Bett, ne? Mom. Ne, also hier... Okay. Krauf ist schon ein cooler Typ. Aber ich glaube, wir müssen zurück. Untersuche den verlassenen Wachturm. Morgen, Lukas der Coole. Und Maunox, was ist das? Das Game heißt Pine.